Ihr wundervollen Liebesseelen, wer von euch bereits dankbar ist, hat jetzt am 21. September ebenfalls eine sehr gute Möglichkeit, in einem alten Ritual seine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Das ist das Mabon-Ritual. Herbst, Tag und Nachtgleiche. Die Tage werden jetzt kürzer, die Wärme nimmt langsam ab. Und der Tag und die Nacht halten sich in diesem Punkt die Waage. An diesem Punkt beginnt nun die Zeit der Wendung nach innen. Hier hast du jetzt die Möglichkeit, eine Innenschau zu machen. Ja? Wo gibt es die Freude, was du schon erreicht hast? Wo ist die Dankbarkeit? Und was hast du dir vorgenommen? Hast du das erreicht, was du dir vorgenommen hast? Resümee ziehen, ja, erkennen und dann sehen, ist eine Korrektur nötig? Vielleicht schreibst du dir das auf. Ich mache mir bei dem Ritual etwas Warmes zu trinken, ein Heißgetränk, das mag ja jeder so, wie er möchte. Ich nehme dann Ingwer und Honig und dann lege ich mir einen Zettel hin und dann fange ich an. Ich beginne mit der Atemübung und dann mache ich die Kanalreinigung. Das findest du alles in meinem Telegram-Kanal oder auf meiner Homepage. Ich werde das hier unten verlinken. Ja, und wenn du dann etwas Wundervolles gefunden hast, dann kannst du in die Dankbarkeit gehen. Schreib einfach auf, wofür du jetzt dankbar bist. All das, was du schon erreicht hast. Ja, nutze die wundervolle energetische Zeit für dieses uralte Ritual. Und ich werde mir etwas einfallen lassen, für diese intensive Zeit, eine schöne Musik vielleicht im Hintergrund. Ich höre sehr gerne die Musik, die Heilkraft der Runen von Goma Edwin. Vielleicht machst du das auch. Das ist die pure Kraft der Runen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude. Ich investiere sehr gerne Zeit und Raum in diese Gestaltung, in meine Gestaltung meines lichtvollen Lebens, meiner lichtvollen Zukunft und bin schon sehr dankbar für die Fülle in meinem Leben. Du hast jetzt hier die Möglichkeit, auch deine Dankbarkeit zum Ausdruck zu bringen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude dabei, ganz viel Inspiration, so wie man es früher gemacht hat. Viel Freude bei der Innenschau. Alles Liebe, die Susanne.